Hallo zusammen, mein Name ist Davsephiroth und das ist mein erstes eigenständiges Let's Play. Zu meiner Person, ich bin 30 Jahre alt, komme aus Wien und bin leidenschaftlicher Gamer. Manche kennen mich aus WoW Let's Plays mit meinem Partner Kageyoshi alias Rifford B. Und ich habe mir gedacht, jetzt probierst du es einmal alleine und versuchst auch Videos zu machen. Was bei diesem Spiel, was ich euch vorstelle, ist ein Xbox Arcade Spiel namens Limbo. Also sehr düster gehalten, eher ein künstlerisch angehauchtes Spiel, was man sicherlich sieht bei den mit dem Look. Wir spielen hier in einer eigenen Welt, wie man sieht, wacht man da gerade auf als kleiner Junge. Und es ist so ein außergewöhnliches Jump'n'Run praktisch, mit vielen Fallen gespicktes Spiel. Ganz simpel gehalten, aber auch irrsinnig gut, meiner Meinung nach. Und ich sag mal, wir fangen einmal an. Da rutscht er. Mal schauen, ob ich alles so hinkriege, wie ich mir das denke. Mal die Steuerung wieder rausfinden. Ich habe es einmal gespielt, diese Demo. Aber ist schon ein bisschen länger her. Mal rauf, 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 ja. Und wahrscheinlich runter wieder. Juhu! Soundkulisse auch ganz einfach gehalten. Also ein wirklich ganz einfach nettes Spiel. Und da kommen wir auch zu einem Boot. Irrsinnig beeindruckend irgendwie von der Atmosphäre her. So im Nebel. Ich möchte euch in Zukunft verschiedene Arten von Spielen vorstellen. Also ich werde jetzt nicht nur Arcade-Spiele spielen, sondern auch Action-Spiele, verschiedene Konsolen. Ich nehme hier auf mit einer Art von Media. PC-Spiele, also quer durch das ganze Band. Das, was ich mir denke, was mir gut gefällt, wo ich recht überzeugt bin, dass es euch anderen auch gefällt, vom Look her und von der Spielart. Hoppala. Oh, das nennt man Hals- und Beinbruch. Mal schauen, ob ich es jetzt besser hinkriege. Ich hoffe es halt. Ja. Yes. Das mit dem Seil habe ich jetzt nicht so richtig gecheckt. So, einmal rüber. Muss ich da so lang schwingen, bis ich da irgendwie überschwinge? Ich denke nicht. Oder muss ich da einfach nur die Seite wechseln? Geht das überhaupt? Oh, ganz einfach und simpel. Oh, ja, ja. Schauen wir mal. Oh! Hals- und Beinbruch. Ja, das stimmt. Gut.
Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das besser hinkriegen. Und da sind wir schon. Ein bisschen Anlauf. Und überlebt. So. Oh, haha. Dieser kleine Junge ist absolut Suizid gefährdet. Man merkt schon langsam, der stirbt gerne. Ich weiß ja nicht. Hätte ich ein paar Pflaster mitnehmen sollen, dann wäre es vielleicht besser für ihn gewesen. Ja, ich traue mich ja gar nicht mehr. Bitte, kleiner Junge. Yeah. Man nennt mich den Insektenvertilger. Lauf, Junge, lauf. Da bist du aber platt. Ha ha ha. Okay. Nicht die Beine. Ich möchte laufen. Irgendwann werde ich auch ein richtiger Junge sein. Nur. Jetzt weiß ich es aber. Haha. Ich bin unbesiegbar. Ja. Kleines Püppchen. Großes Püppchen. Die Welt ist groß und du bist klein. Du musst da ins Wasser rein. Sei kein Schwein. Oh. Schwimmen kann er auch nicht. Lalalala. Ich glaube, das Wasser ist nicht so fein. Ja. Ich höre lieber auf zum Singen, weil sonst wäre ich noch angezeigt bei YouTube. Wegen Körperverletzung. Nein! Oh. Er hat mal was überlebt. Wie Kenny bei South Park. Er hat überlebt. Kenny hat überlebt. Gut, dann nehmen wir mal mit viel Schwung. Und eins. Und zwei. Und drei. So, rauf. Kann ich da durch? Ne? So, dann weiter. Umstoßen. Jawohl. Oh. Ich hoffe, das war jetzt die Schnellversion. Nein, weiß nicht. Das Ganze nochmal. Oh, wow. So. Noch einmal mit Liebe. Ich bin halt ein ganz eigener Charakter. Man würde sagen, irre. Psychopathisch, neurotisch. Ein Drang zu Selbstmord. Nein, das war Spaß. Ich töte lieber die Figuren. Hahaha. So. Probieren wir mal es noch mal. Diesmal gehen wir halt wieder den sicheren Weg zurück. Aber so halb sicher. So, er hat's geschafft. Na bitte. Geht ja.
Mensch! Wollt ihr mich verarschen? Der Kleine kann nicht schwimmen und so weiten sich aus. So, komm, ja. Jawohl. Eine richtige Wandratte, der Kleine. Oh. Ah. Hallo, wer bist denn du? Bist du Spinne McSpin? Du spinnst wohl, Spinne. Gut. Wie kill ich eine Spinne? Ah. Na komm. Bald ist unten. Oben ist links ist eine Falle. Oh, komm. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich einfach nicht. Ey, das kannst du wohl noch besser, oder? Ja. So. Mal schauen. Ja. Ich bin Mr. Selbstmord. Oh, das hat gesessen. Hahaha. Du Spinne. Ja, du Spinne, hast du genug? Junge 1, Spinne 0. So. Immer runter, Rutschi, Rutschi. Ich weiß ja nicht. Irgendwie hänge ich hier fest. Ui, 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 ui. Oh, da ist ja die liebe, freundliche, nette Spinne von nebenan. So, das war mein allererstes Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war leider nur eine Demo, aber demnächst werde ich das Spiel voll erwerben. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und viel Spaß noch.